Wo sonst Schiffe fahren, gehen Touristen in Magdeburg auf Erkundungstour. Möglich macht's der Pegelstand der Elbe. Er ist so niedrig, dass die Fahrt längst nicht mehr nur für Güterschiffe, sondern auch für Sportboote und Ausflugsdampfer zu riskant ist. Sie kommen nicht mehr am Domfelsen vorbei. Fühlt sich wunderschön an, aber man weiß halt, dass das einen Grund hat, warum das Wasser so niedrig ist. Und das macht dann schon sehr Sorge. Wenn man jetzt bedenkt, dass das Wasser sonst bis da oben geht, ist natürlich schon krass. Vor allen Dingen, weil wir hier Muscheln finden. Die hätte man ja normalerweise hier nicht erwartet. Die Gewitter in den kommenden Tagen können die Trockenheit nicht ausgleichen. Das Problem, die Verdunstung. Heißt, das meiste Wasser verdunstet wegen der Hitze an der Oberfläche. Es sickert zu wenig Regen ins Erdreich. Damit wird auch kein Grundwasser neu gebildet, das unterirdisch in die Flüsse fließt. Am Rhein ist man alarmiert. Eine Zwangspause für die Schifffahrt gibt es zwar noch nicht, aber die Frachter dürfen nicht mehr voll beladen sein. Hier bei der Stadt Koblenz geht das wohl noch, aber die Steiger, die zwischen den großen Stationen liegen, können schon nicht mehr angefahren werden. Mit Sorge blickt auch der Schwarzwald auf den Pegel des Rheins. Denn von diesem Wasser ist das Naturschutzgebiet Taubergießen abhängig. Also im extremsten Fall führt es eben zu Austrocknen und zum Fischsterben zum Beispiel. Auch bei niedrigen Sauerstoffkonzentrationen, auch hohen Wassertemperaturen, das ist ja verknüpft, kann es zu Muschelsterben kommen, Fischsterben. Hier fordert man die Ausflügler dringend dazu auf, auch wenn die Sonne lockt, bitte keine Kanufahrten unternehmen, da die Boote wegen des geringen Wasserstands das Flussbett beschädigen.